Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, wir sind auf dem Weg immer noch in Killer Crocs Versteck. Ah, ich mach mal wieder meine Wasserspeier. Okay. Na, wir rennen einfach. Hier drüben ist ja dann der Fahrstuhl. Hat jemand das Spiel letzte Nacht gesehen? Was ist nun los? Okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Okay. Spontan würde ich behaupten, so wie es aussieht, hat uns Scarecrow mal wieder erwischt. Da ist Dingens, wie hieß er? Vergessen. Aber da ist er. Ja, es ist interessant. Sehr interessant. Ja, wir sind jetzt Joker und Batman gefangen. Auch nicht verkehrt. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier wieder kommt. Ich glaube wirklich, dass das wieder so ein Späßchen von Scarecrow ist. Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Ja, da ist Scarecrow. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Aber wir können uns umgucken. Hoi. Was geht in deinem Aber irgendwie will er immer zu Scarecrow gucken. Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Hülle. Schneidet mich los! Richtig. Er gehört dir, Joker. Na toll. Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen. Mit einem Knall. Hamm. Uncool. Ah, neige die Maus, um den Schüssen des Jokers auszuweichen. Ja, cool, natürlich. Da wäre ich jetzt so von allein natürlich auch noch drauf gekommen. Okay, anscheinend mussten wir aber. Ja, ich sag ja, das sieht hier alles wieder mal extrem nach Scarecrow aus. Yay, da haben wir noch einen Batman. Hallo, Batman. Was hast du für Faxen? Ja, ich hoffe, man hört das ganze Gehämmer, was hier im Haus ist, nicht in der Aufnahme. Wenn doch, irgendwelche Nachbarn sind wieder am Renovieren, Umbauen, was auch immer. Aber naja. Sollen sie mal machen. Da ist noch so ein... Ja, lecker Maus. Und da wedelt immer so eine Tür hin und her. Ach, kann ich denn hier eigentlich meine ganzen Gadgets benutzen? Ja, dann warten wir, bis es wieder da hinten ist. Und dann... Schwupp. Und jetzt... Zack, sind wir schon mal drüben. Ach, er wieder... Ja, dann werden wir uns mal wieder hier durch das ganze Teil durchschlagen. So, laufen. Und hätte ich jetzt? Nein, wir warten lieber. Da ist Zeit. Und wir rennen. Jetzt los. So. Was war das? Wow. Chill dich doch mal, es kommen wieder diese kleinen Skelette. Komm. Konter doch einfach, Junge. Nee,
kontern nicht, kein Ding. Hast du ein Schwert in der Hand? Glaub doch wohl, es hackt, mein Freund. Ach, und das kleine Viech erzählt immer noch so schnell darüber. Und darüber. Und darüber. Guckt der hier rüber? Ja, er guckt hier rüber. Und... was, der guckt aber... ach, da oben ist, glaube ich, was, wo ich hin muss. So, laufen, 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 so, erstmal. Fuck. Ich dachte, da hätte ich mich hinter verstecken können, aber irgendwie. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Ja, sehr schön. Erneut versuchen, ja. Ah, ich mag ja dieses Scarecrow-Level so. Ich habe gedacht, ich müsste da hoch und mich hinter dem Ding verstecken. Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich wie viele von uns, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision... ah, kann ich mich doch verstecken. Laufen, 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 laufen. Ja, Panik. So. Da hinten ist Scarecrow mit mir. Also mit Batman. Wir wissen ja natürlich alle, dass ich in Wirklichkeit Batman bin. Jetzt muss ich mal eben hier kurz am Headset den Sound ein Stück runterdrehen, weil mich das etwas nervt. Los, guck weg, damit ich rüber kann. Danke. So, hier rüber. Nein, nein. Ducken. Jetzt müssen wir warten, dass wir... bis er wieder rüber guckt und dann rennen wir da links, rechts rüber. Genau. Jetzt rennen wir. Oh. Wow, jetzt bin ich Scarecrow. Nein, jetzt bin ich wieder Batman. Huch. So, er guckt nach da hinten. Er guckt nach hier vorne, er guckt nach dahin. Oder bin ich das? Und jetzt müssen wir uns gleich hinter diesem Teil verstecken. Da kann er uns ja dann auch nicht sehen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da immer schön hinterbleiben. Na, na, na. Oh, lauf doch, Batman. Sehr gut. Ach, das Bat-Signal ist erst da. Oh, boah, da ist ja nur ewig bis dahin. Sonst guckt er hier rüber. Da, hey, hepp. Ah, lauf, 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 ducken. Gut verstecken, gut verstecken. Guckt er lang genug nach dahin? Naja, muss er ja, sonst kämen wir da wahrscheinlich rüber. What the fuck? Jetzt kommen bestimmt gleich wieder erstmal eine Runde Skelette, oder? Also er guckt hier und zurück. Dann gehen wir hinter den nächsten Vorsprung. Ganz gemächlich. Wir haben ja Zeit. Und wenn er nach da hinten... ach, da ist schon das Bat-Signal. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Nein, nein, ist doch alles in Ordnung. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Mal sehen. Ja, und weiter geht's. Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Ja, Skelette. Sehr schön. Skelette mag ich. Mit Skeletten kann man wenigstens ein bisschen ja, das Kontern. Das wäre noch geil, wenn das klappen würde. Kontern. Nein, ich kann doch dann so Moves machen, also hört auf, mich alle zu treten. Da haben wir's. Yeah. Wow, cool. Komm her. Ich kontern war aus dem Leben, Freundchen. Bam. Bam, bam. Du wehrst dich. Gut. Das spricht nur deine Entschlossenheit. Der sieht irgendwie groß aus. Ist das jetzt wieder so einer? Haha. Ah, jetzt haben wir schon zwei Bat-Signale an.
Und jetzt kommt gleich das dritte Bat-Signal. Das ist gut. Jetzt habe ich es auch verstanden. Kontern bestimmt, ja. Au. Ah. Au. Arsch, lass das. Ich mag diese Großen nicht, ey. Die sind echt so nervig. Und jetzt... Das wieder! Oh, Gott. Jetzt machen wir erstmal hier noch die ganzen restlichen Kleinen alle. Und dann machen wir so und springen aus dem Weg. Dann zerfällt er und das dritte Bat-Signal geht an. Muhaha. Da hast du. Ah, also diese Scarecrow-Sachen, die sind schon... Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Wiedersehen. Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Errungenschaft freigeschaltet. Resist the Fear. Ja. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Okay. Egal, wir haben auf jeden Fall ein neues Upgrade, was wir machen können. Ich werde wahrscheinlich jetzt das letzte. Verwässert während einer Combo den Batarang, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Nö, danke. Ich möchte... erhöht die Effizienz des Standard-Batarangs und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel kampfunfähig bleibt. Zwillings-Batarang. Nicht verfügbar Batarang. Oder Schallschock. Upgrade des Schallbatterings ermöglicht nach dem Werfen eine Detonation. Ich werde das einfach mal nehmen, weil es gibt ja einige Wände, die wir noch nicht geschafft haben, kaputt zu machen, weil die immer zu weit weg sind. Zu weit weg waren. Vielleicht kann ich das damit ja aufsprengen und mich dann da irgendwie rein. Ich nehme es einfach mal. Wenn es nicht geht, kann ich irgendwelche Dingers überladen. Ist ja auch jetzt nicht so verkehrt. Katte. Katte sagt, wir müssen immer noch da lang, um zu Killer Croc zu kommen. Da ist ein Lüftungsschacht. Waren wir schon in dem Lüftungsschacht? Ach, das ist das, wo da Typen standen. Oh, hier liegen aber einige Typen. Wie liegt ihr denn hier so rum? Hallo? Ja, hier waren ja schon mal, glaube ich, Leute, die haben wir dann, da haben wir uns oben drüber geschlichen, hinten runter und dann nacheinander von hinten ausgeschaltet. Deswegen gehen wir einfach zum Fahrstuhl. Dann sicherer Durchgang. Dr. Jonathan Crane will vor Angst eine neue Tiefe, ach, will der Angst eine neue Tiefe verleihen. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nicht Killer Croc jagen, sondern Scarecrow, oder wie sehe ich das? Hier waren wir auch schon. Was steht da? Dringe über die Intensivverhandlung in... Ne, wir müssen immer noch Killer Croc. Und wir müssen anscheinend nach unten. Das ist halt nicht... Da hätte es zum Beispiel schon mal einen Zahn. Können wir denn da hoch? Offensichtlich. Wo auch immer das hinführt, weil wir können uns ja umgucken. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Waren wir hier schon mal? Nee, offensichtlich nicht. Da ist noch ein Tonband. Würden Sie mir sagen, wie die in mein Büro kommen? Ganz einfach, ich habe sie da reingestellt. Wieso magst du keine Blumen? Ich glaube, die Bertha würde interessieren, dass sie ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar deinen Namen. Stell ihn etwas um und wir kriegen... Harley Quinn. Passt wie der Clown. Ich weiß, das habe ich schon gehört. Das ist ein Name, der mich zum Lächeln bringt. Er gibt mir das Gefühl, dass hier jemand ist, dem ich mich verbunden fühle. Jemand, der meine Geheimnisse hören möchte. Wirklich? Erzählen Sie weiter. Nicht hier, meine Liebe. Zu viele Augen, zu viele Ohren. Komm heute Nacht zurück. Da erwarte ich dich. Okay. Ja, wenn die beiden meinen. Gibt es da oben irgendwas? Nö, da kann ich offensichtlich nicht hin.
Gut, dann Detektivsicht. Vielleicht sagt die... Nein. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und wir müssen jetzt anscheinend nach unten. Ich möchte jetzt aber ungern einfach runterspringen. Ach, eine Karte ist hier. Geht denn die Tür dahin? Möchte ich das wissen? Ach, das ist der Eingangsbereich. Können wir? Ja, können wir. Natürlich können wir. Schauen wir mal, was da oben ist. Ja, ich sehe das gerade sehr gut, aber macht ja nichts. So, dann... Au! Geh doch aus. Meine Güte. So, noch ein Tonband. Wer hätte damit gerechnet? Er ist verrückt, weißt du. Wer? Batman? Nein, der Weihnachtsmann. Natürlich Batman. Es ist immer Batman. Ich hab's in seinen Augen gesehen. Schreiend und verrückt. Und er ist unehrlich. Er versteckt sein Gesicht hinter einer Schreckensmaske. Ich brauche keine Masken. Ich hab nichts zu verbergen. Ich lache über die grausame Absurdität der Welt. Aber Batman, er hat sie alle reingelegt. Er hat sie glauben lassen, er würde etwas verändern können. Und der Witz ist, sie glauben es alle. Die Polizei. Die Polizei, die Medien, die verdammten Pfadfinder, jeder verdammte Sack, der in dieser städtischen Kloake rumläuft. Hör zu, Süße. Batman weiß, dass wir alle auf derselben Rutsche in Richtung Wahnsinn rasen. Warum gibt er es nicht zu? Er hockt oben in seinem Glockenturm und lacht über uns. Und der größte Witz ist, dass dieser erbärmliche Lügner frei herumläuft, während ich hier drin sitze. Das ist wirklich erstaunlich. Dann verstehst du es, oder? Du weißt, wieso ich tue, was ich tun muss. Du weißt, dass ich Gottes einziger Retter bin. Ich würde eher sagen, bisschen durchgeknallt, nicht wirklich Retter. Ja, wir gucken uns mal eben kurz weiter um, wo wir schon mal hier rumlaufen können, ob es hier noch was gibt. Aber raus werden wir ja wahrscheinlich eh nicht können. Ich könnte auch einfach eine Detektivsicht mal anwerfen. Da ist noch ein Durchgang, sehr gut. Dann machen wir zuerst das kaputt und gucken. Ich meine, wo wir gerade hier in der Nähe sind, kann man sich das ja mal alles angucken. Na, da hatten wir es doch. Danke. So, jetzt geh hoch. Und was haben wir hier? Gar nichts? Ernsthaft jetzt? Wir haben jetzt hier ernsthaft gar nichts? Hallo? Tatsache. Das ist ja mal aufregend gewesen. Wo kommen wir denn dadurch hin? Lobby der Intensivbehandlung. Ach, da ist dann... Nein, da wollen wir ja... Das ist ja hier jetzt ganz falsch. Hier waren wir ja schon mal irgendwann, aber das ist ja... Hake dich bei den Verwandten ein, bevor du von hier weggebracht wirst. Hake dich bei den Verwandten ein, bevor du von hier weggebracht wirst. Na, gehst du jetzt da hoch? Oh, einmal kurz umgucken. Aber wirklich nur kurz, weil... Quincy Sharp bringt uns gerade nichts. Ist dahinter irgendwas? Da haben wir aber vorhin die Typis doch kaputt gehauen. Genau, ja. Die sind für lang. Noch mehr Quincy Sharp. Nochmal Quincy Sharp. Aha. Ja, schön, cool. Ich wollte eigentlich nur rennen und er... macht hier den Hecht. Und nicht so. Jetzt geh doch da rum. Stell dich nicht an. Ja, dann gehen wir jetzt einfach. Dr. Jonathan Crane will der Angst eine neue Tiefe verleihen. Ja, der ist ganz unten, aber... Wo geht der hin? In welchem war er denn jetzt? Also hier ist ja kein Seil, also kann der ja hier schon mal nicht sein, also muss der... Hier ist auch kein Seil, cool. Tag, ich bin unten. Warum? Er war es doch, der Crane rausgelassen hat. Das gibt's doch. Killer Crocs Telemann. Du hast die Geschichten gehört. Man kann sie genauso gut seine Futterstelle nennen. Keiner geht rein und kommt heil wieder raus. Tja. Wieso fährt Scarecrow da nach unten? Wen juckt's? Ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Er kommt nicht mehr raus. Ah, Tür verschlossen. Okay, da oben. Wie komme ich da oben hin? Die haben die Tür verschlossen. Dann ist das natürlich da, wo ich hin will.
Da ist eine Tür zu, da ist eine Tür offen, aber das bringt mir alles, glaube ich, gar nicht so viel. Hier komme ich bestimmt nach da oben. Ja, komme ich. Hallo. Tja. Bam. Komm, hier kriegst du den ab, du kriegst den ab. Ach, das ist wieder Messer Hanso hier. Komm. Jetzt machen wir ihn kaputt und ihn kontern wir aus dem Leben, wenn es nicht so laggen würde oder sich gerade aufgehangen hat. Hallo? Spiel?